Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 167 Freunde. Mitten in der Nacht war Lucius aufgewacht, weil sein Zimmergenosse Gregory Goyle angefangen hatte zu schnarchen. So hatte er jedoch einen Moment Zeit, über die Verhandlung nachzudenken. Den zweiten Tag. Dieser war ähnlich verlaufen wie der erste. Die Mitglieder des Gamorts haben ungeklärte Punkte angesprochen und bevor er Antworten geben konnte, hatte Mr. Deval eine volle Breitseite in Richtung Rosalinds abgefeuert. Man wollte zunächst nicht erlauben, dass zumindest in einem Anklagepunkt das Minderjährigenstrafgesetz angewandt werden sollte. Doch als sein Beistand damit begann, Paragraphen und Fallbeispiele zu nennen, auswendig, da hatten sie gar keine andere Möglichkeit. Ein Todesser zu sein, war allein schon Grund genug, lebenslang in Azkaban zu versauern. Doch die Regelung im minderjährigen Strafgesetz ahnte so ein Verbrechen mit ein paar Stunden Arbeit in gemeinnützigen Einrichtungen. Nicht einmal eine Geldstrafe würde anfallen, rief sich Lucius amüsiert ins Gedächtnis zurück, während er seine Hände hinter dem Kopf verschränkte und durch das Fenster des Krankenzimmers in den Sternenhimmel blickte. Was den Besitz schwarzmagischer Gegenstände betraf, hatten die Gamot-Mitglieder sehr viele Fragen gestellt, sich ganze Pergamente voll möglichen Punkten notiert, die man später unter dem Einfluss von Veritaserum Plus detailliert klären wollte. Mr. Deval hatte ihm am Ende der Verhandlung versichert, dass man ihm nicht mehr als eine Geldstrafe dafür aufbrummen könnte, also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Mit mehr als 2 Monaten Haft und einer Geldstrafe in Höhe von maximal 1500 Galeonen musste Lucius wegen der Störung der öffentlichen Ordnung nicht rechnen. Auch hier hatte sein Beistand mit 12 Fällen aus der Vergangenheit aufwarten können, in denen die Beschuldigten noch viel schlimmere Dinge angestellt hatten, als eine Muggelfamilie durch die Luft fliegen zu lassen. Das Gute an diesen Beispielfällen, die Deval ausgegraben hatte, war, dass jedes der anwesenden Gamot-Mitglieder mindestens in einem der Fälle für die Verurteilung mitverantwortlich gewesen war. Sie mussten sich somit zwangsweise an ihre damals gefällten und glücklicherweise sehr milde ausfallenden Urteile halten. Wenn sie nicht riskieren wollten, dass ihre einstige Entscheidung angezweifelt werden würde, sollte der Fall von Lucius Malfoy plötzlich härter bestraft werden als Fälle, die selbst für einen Laien grausame Verbrechen an Muggeln veranschaulichten. Knifflig wurde es bei den beiden Unverzeihlichen, denn hier müsste Lucius demnächst unter Veritaserum Plus sehr genau schildern, von den ersten Ideen bis hin zur Umsetzung der Tat, wie es dazu gekommen war. Sollte sich für das Gamot nicht klar herauskristallisieren, dass er den Imperius von Sturgis Padmore und Broderick Boat angewandt hatte, während er von Voldemort höchstpersönlich durch genau denselben Fluch gelenkt wurde, würde er die 7 Jahre Haft, die er mit dem Minister vereinbart hatte, auch tatsächlich absitzen müssen. Lucius hoffte sehr, dass Deval entweder bei der Formulierung der Fragen, die man ihm später stellen würde, mitverantwortlich sein würde oder gar selbst welche ausarbeiten durfte. Dass sein Beistand nicht auf den Kopf gefallen war, hatte Lucius längst begriffen. Es gab einige zurückliegende Fälle, die dem Ministerium Kopfschmerzen bereitet hatten. Fälle, in denen man einem Angeklagten nicht nachweisen konnte, ob er unter Imperiums gestanden hatte oder nicht. Man hatte sich nach ewigen Diskussionen dazu entschlossen, die Anklage fallen zu lassen, im Zweifel für den Angeklagten.
den Einbruch und den versuchten Raub in Zusammenhang mit Körperverletzung und Zerstörung von Ministeriumseigentum hatte Duvall beim zweiten Anlauf erneut gelassen abgeschmettert. Die Gamot-Mitglieder hatten leise geflucht, doch letztendlich mussten sie den Punkt streichen, denn nicht Lucius hatte das kleine Gefecht begonnen. Der Tatbestand des Einbruchs war nicht belegt, weil er damals Zugang in die Mysteriumsabteilung hatte, wofür er Fudge heute noch dankbar war, auch wenn es viel Überredungskunst benötigt hatte, um den damaligen Minister davon zu überzeugen, dass Lucius als neutrale Person ebenfalls ein Auge auf die Vorgänge in der Prophezeiungskammer werfen sollte. Großzügig wie Lucius war, hatte er durch Mr. Duvall seine Bereitschaft erklären lassen, für 10% des entstandenen Glasschadens aufzukommen. Den Ausbruch aus Azkaban sollte Lucius in den nächsten Tagen mit Wahrheitsserum schildern und er war sich jetzt schon seines Sieges sicher. Bellatrix hatte ihn mitgenommen, weil er selbst in sehr schlechter Verfassung gewesen war. Damals hatte er schon kaum etwas sehen können, er war nicht einmal selbst appariert. Das ist gut, hatte Mr. Duvall ihm vorhin noch gesagt, als sie über den letzten Punkt gesprochen hatten. Sie haben die Operation nicht selbst durchgeführt, Mr. Malfoy. Man kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie geflohen seien, wo Sie nicht einmal dazu in der Lage gewesen waren, durch Ihre Rückenverletzung überhaupt aufrecht zu gehen. Ach ja, dachte Lucius. Die damalige Verletzung der Wirbelsäule hatte er sich zugezogen, weil er aufgrund des schwindenden Augenlichts gefallen war. Miss Bones hatte anfangs noch dafür gesorgt, dass sich ein Heiler seinen Rücken ansehen würde und auch, wie er sich wehmütig erinnerte, seine Augen. Miss Bones hatte sich um ihn gekümmert, als er in Azkaban saß, hatte dafür gesorgt, dass sein Sohn ihn besuchte, hatte ihm Formulare und Anträge vorgelesen und ihm beim Ausfüllen geholfen. Heute hieß die junge Frau nicht einmal mehr Bones mit Nachnamen, sondern Malfoy. Sie war eine Malfoy. Lucius schnaufte verächtlich. Er hasste es, wenn es Dinge in seinem Leben gab, auf die er keinen Einfluss hatte. In den guten alten Zeiten hatte er sich wenigstens noch Entscheidungen erkaufen können, die ihm einen Vorteil verschafften. Er hätte gewusst, was zu tun war, um auf die Entscheidung seines Sprosses einzuwirken, aber weil ihm die Hände gebunden waren, sah er sich außerstande, seinen eigenen Sohn vor der Hochzeit mit einer Halbhüterin zu bewahren. Als seine Gedanken sich um diese abwertende Bezeichnung drehten, da dachte er unerwartet an Schwester Marie. Sie war ebenfalls halbblütig, aber mit ihr kam er wunderbar zurecht. Woran das lag, war ihm selbst ein Rätsel. Vielleicht, vermutete er, war es hier im Krankenhaus in seiner kleinen, heilen Welt völlig unwichtig, von wem sie abstammte. Die gute Seele war hier und vertrieb die Langeweile, unterrichtete ihn über Neuigkeiten und brachte ihm eine extra Portion Nachtisch, weil sie wusste, dass er es mochte. »Wir können etwas Hafterlass wegen guter Führung herausschlagen«, hallte Duvalls Stimme in Lucius' Gedanken nach. »Miss Amabilis wäre eine perfekte Zeugin, Mr. Malfoy. Sie ist halbblütig und kann nur Gutes über sie berichten. Das rückt sie in ein besseres Licht. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass man ihnen zumindest früher rassistische Ansichten zuschrieb.« Schwester Marie wollte Lucius nicht mit seinem Fall belasten, doch Duvall war von seiner eigenen Idee sehr begeistert. »Wer könnte bestätigen, wann Sie das dunkle Mal angenommen haben?« »Meine Frau und alle anderen Todesser.« Duvall hatte seinen Kopf geschüttelt. »Nein, wir benötigen jemand anderen. Jemanden, dem man nicht unterstellen kann, aufgrund des Ehebundes oder einer engen Freundschaft befangen zu sein.« Nur aus Spaß hatte Lucius, nachdem sie sich längst verabschiedet hatten, gesagt. »So lebendig wie Hogwarts ist, würde es mich nicht wundern, wenn ein Geist oder Gemälde davon erfahren könnte.« Duvall war an der Tür stehen geblieben und schien wie in Trance, die er nach ein paar Sekunden von sich abschüttelte, bevor er das Krankenzimmer ungewöhnlich nachdenklich verließ.
Die Erinnerung an das Gespräch am Abend hatte Lucius nun erst recht am Einschlafen gehindert, von dem Sägewerk im Bett gegenüber mal ganz zu schweigen. Wenigstens hatte Duval den Punkt in Bezug auf die Erpressung ein für allemal aus der Anklageschrift streichen lassen. Sein Beistand hatte sich jedoch nicht nehmen lassen, dem Gamot noch ein einziges Mal vorzuwerfen, sich diese Dreistigkeit überhaupt erlaubt zu haben, einen uralten Fall neu aufwärmen zu wollen. Mr. Duval war ein Mistkerl. Lucius begann ihn zu mögen. Hermine hingegen hatte Mr. Kalidita ins Herz geschlossen. Sein Gemälde hatte sie neben dem Tisch, an dem sie arbeitete, auf einen Sessel gestellt, ganz so, als würde er darin sitzen. Nur zweimal musste sie Fellini vertreiben, weil der an den bemalten Leinen seine Krallen wetzen wollte. Mr. Kalidita, Ihre Berechnung der letalen Dosis in Bezug auf Apraxana ist korrekt? Sie blickte das Gemälde an und der darin befindliche junge Mann nickte beipflichtend. Der von Severus errechnete Wert der Dosis für eine Frau mit einer Körpergröße von 1,68 Meter und einem Gewicht von... Sie stutzte, denn das erste Mal wurde sie sich über Pansys Untergewicht bewusst. 52 Kilo? Ist auch richtig? Wieder nickte Kalidita. Es schien unmöglich, ihm ein paar Worte zu entlocken, doch sie wollte es mit einer ihrer ausgeprägtesten Fähigkeiten vollbringen und deswegen redete sie nicht nur wie ein Wasserfall, sondern zudem mit Engelszungen. Es war nicht unbedingt die Art, wie sie redete, sondern über was. Da er anfangs kein Wort von sich gab, begann sie mit einer Neuberechnung mit Hilfe von Severus Unterlagen, teilte während des gesamten Prozesses ihre Gedanken mit und nannte ihre Rechenschritte. Als sie damit fertig war und erneut Wut in ihr aufkam, weil sie zum wiederholten Male auf das gleiche Ergebnis gekommen war, da bestätigte Kalidita stotternd, dass ihr Rechenweg korrekt gewesen wäre. Aber es hilft nicht, sagte sie weinerlich. Das Gegengift ist längst verabreicht worden und an dem Zustand der Frau hat sich nichts geändert. Irgendwas muss falsch sein. Weil sie so verzweifelt geklungen hatte, fragte Kalidita mit teilweise langgezogener Betonung. Gegengift? Für was? Verzweifelt legte sie die Unterlagen beiseite und schaute ihn an. Der Trank heißt Schlafes Bruder. Die Patientin ist mit einem Gegenstand verletzt worden. Aufgrund der Wunde konnte man die Breite des Objekts bestimmen. Es muss ein Messer gewesen sein. Mein Professor hat berechnet, wie viel von Schlafes Bruder sich auf der breiten Fläche der Klinge befunden haben muss, natürlich in Rücksichtnahme auf die Tiefe der Stichverletzung. Sie blickte zurück auf die Unterlagen. Vielleicht ist dieser Wert falsch? Murmelnd fügte sie hinzu. Aber ich habe es doch selbst nachgerechnet. Kalidita öffnete den Mund, doch für einen kurzen Moment war nichts zu hören, bis die Stimme plötzlich aus ihm heraussprudelte, als hätte jemand die Schleusen geöffnet. Ein scheuseliger Trank. Wie lang ist die Dame schon sich? Ein Augenblick schaute Hermine irritiert drein, denn Kalidita verwendete einen ungewöhnlichen Sprachmix aus verschiedenen Epochen, was daran liegen mochte, dass sein Gemälde seit über 400 Jahren sämtliche sprachliche Veränderungen miterlebt haben musste. Da er selbst seit langer Zeit nicht gesprochen hatte, hatte er sich sehr wahrscheinlich kein Gefühl für den heutigen Redestil entwickeln können. Selbst Sir Nicholas, der sich oft genug mit Lehrern und Schülern unterhielt, hatte seinen Wortschatz im Lauf der Jahrhunderte angepasst. Gleich nach der Geburt ihres Kindes ist sie in diesen todesähnlichen Zustand verfallen. Sie leidet also seit fast 4 Jahren an den Auswirkungen von Schlafes Bruder. Potsblit, das bedeutet ein nicht abzuleugnendes Übel. Während Kalidita sich mit dem Zeigefinger über die Lippen fuhr und nachdachte, kam Hermine zu dem Schluss, dass es seltsam, aber in ihren Augen auch sehr charmant war, einen jungen Mann solch ausgestorbene Worte benutzen zu hören. Sie mochte ihn und das Schönste war, dass er sofort verstanden hatte, was sie von ihm wollte. Sie waren auf der gleichen Wellenlänge. Sie hörte ihn höflich fragen. Wenn ich wohl die Unterlagen besehen darf?
Mit einem Schwung ihres Zauberstabs ließ Hermine per Levitation alle notwendigen Papiere vor dem Gemälde schweben, sodass er einen guten Überblick über alles erhielt. Ihr Gegengift sollte gedanklich gesehen das Leiden verringern. Dass er das erste Mal einen Satz flüssig wiedergegeben hatte, war ihr gar nicht aufgefallen, denn das Thema hatte sie voll und ganz in Beschlag genommen. Sie denken also auch, dass das Gegengift hätte helfen müssen. Warum aber liegt sie noch immer starr in ihrem Bett? Braucht es vielleicht nach fast 4 Jahren etwas länger, bis das Gegengift sich im Körper ausbreiten kann? Das Venenum vom Basilisk bleibt in seiner Fährlichkeit unübertroffen, denn es selbst wirkt nicht tödlich, man wird lebig. Die Spannadern werden stimuliert, so sehr, dass man dadurch den Tod finden könnte. Doch wenn die Glieder längst verstarrt sind, so wie bei dieser jungen Frau, dann kann das Gift wieder erwecken. Mine kniff die Augen zusammen. Es tut mir aufrichtig leid, aber hier konnte ich nicht mehr folgen. Meinen Sie mit lebig werden, dass etwas im Körper angeregt wird? Und was sind Spannadern? Kalidita überlegte einen Moment und fuchtelte derweil mit einer Hand herum, weil ihm das Wort nicht einzufallen schien. Spannadern, wiederholte er verzweifelt, doch dann versuchte er zu erklären. Durch sie fühlt man. Der junge Mann auf dem Gemälde fuhr sich mit dem Finger über die Wange. Berührung, Schmerz. Er versuchte es mit Latein. Nervi. Oh, Sie meinen Nerven. Das ist es, sagte er so laut, dass sie unmerklich zurückwich. Nerven, Spannadern. Severus hatte erzählt, dass das Basiliskengift auf das Nervensystem einwirken und es stimulieren würde. Ja, das hat mein Professor auch gesagt. Wer ist Ihr Professor? Das ist Professor Snape. Kalidita verzog das Gesicht. Kennen Sie ihn etwa? Wollte Hermine daraufhin wissen. Wenn ja, vermutet sie, musste Kalidita ihn in Poppys Büro erlebt haben. Er ist mir schon begegnet. 2-3 Mal? Aufgrund der erneuten Verlängerung der Laute dachte sich Hermine ihren Teil, doch unüberlegt sprach sie es auch an. Sie mögen ihn nicht besonders, oder? Kalidita hob die Augenbrauen und versuchte unschuldig reinzublicken, weswegen Hermine lächeln musste. Ich mochte ihn damals auch nicht, aber jetzt? Er ist in Ordnung, wenn man seine Eigenarten kennt und weiß, wie ernst oder wenig ernst die Dinge gemeint sind, die er von sich gibt. Kalidita spitzte die Lippen. Ich will das nicht bezwisten, Miss Granger. Eine lange Zeit unterhielten sich die beiden miteinander, schweiften sogar ab, als Kalidita von seinem Basilisken erzählte, den er nach seiner Zeit als Heiler in Hogwarts in den nicht auf Karten verzeichneten Untiefen des riesigen Wohnsitzes seiner Familie gezüchtet und gehalten hatte. Immer seltener verlängerte er während des Redens unbeabsichtigt die Laute, doch manchmal noch war eine stumme Blockade zu bemerken, die Hermine geduldig abwartete. Was ist mit Ihrem Basilisken geschehen? Er hatte schnell gelernt, sich ihrem Sprachgebrauch anzupassen, sodass nur noch selten ein uraltes Wort seine Lippen verließ. Ich weiß es nicht. Nicht einmal von meinem Verbleib kann ich etwas berichten. Er winkte sie zu sich heran und flüsterte. Können Sie sich vorstellen, Miss Granger, wie es für ein magisches Gemälde für mich sein muss, nicht zu wissen, was mit dem Original geschehen ist? Hermine schüttelte den Kopf. Die Vorstellung war ihrer Meinung nach grausam. Seit über 400 Jahren nicht zu wissen, wie man verstorben sein könnte, und dass man dieses Geheimnis sehr wahrscheinlich auch niemals herausbekommen würde. Aber ich habe mich damit abgefunden, erklärte Kalidita, nachdem er Hermines betrübtes Gesicht bemerkt hatte. Hier im Schloss aufbewahrt zu werden, ist eine wahre Wohltat. Es ist nicht nur beinahe wie ein Zuhause. Hogwarts ist ein Heim für mich. Nur schade, schmollte Hermine, dass Sie gegenüber dieser widerlichen Person hängen müssen. Nun bin ich ja hier. Vielleicht wage ich, den Direktor zu fragen,
ob ich mir einen angenehmeren Platz aussuchen dürfte. Sie lächelte und deutete auf ihre Wände. Bei mir wäre Platz genug. Oh, wie freundlich von Ihnen. Doch ich muss anzweifeln, dass Ihre Räume ein angemessener Ort für mich wären. Weil Hermine ihn fragend anblickte, wurde er deutlicher. Sie hätten sicherlich gern Ihr Otium, Ihre Ruhe. Besonders, wenn Sie nicht allein sein sollten. Sie seufzte, doch ohne auf seine Worte einzugehen, wiederholte sie diesmal etwas wehmütiger. Bei mir wäre Platz genug. Nach reichlicher Überlegung rief Hermine zur Nachtzeit einen Elfen. Es war ein junges Ding, das verschlafen wirkte, sich nichtsdestotrotz darüber zu freuen schien, dienen zu dürfen. Hermine hatte plötzlich ein ganz schlechtes Gewissen. Du bist doch Schibi, oder? Wir haben uns doch schon einmal gesehen. Die Elfe nickte und war sichtlich beeindruckt, nicht nur eine kurze Unterhaltung wert zu sein, sondern dass man sich auch noch an ihren Namen erinnerte. Schibi ist ganz gerührt, Miss Granger. Wie darf Schibi behilflich sein? Der Wortlaut des letzten Satzes klang dem sehr ähnlich, den Wobble sonst immer benutzte. Ich hätte gerne Tee. Schnell verbesserte Hermine. Nein, lieber Kaffee. Schwarz und stark. Und dazu irgendwas zum Knabbern. Darf Schibi Kekse bringen? Ja, Kekse klingen gut. Die Elfe wandte sich an das Gemälde. Darf Schibi Mr. Kalidita etwas bringen? Woher kennst du seinen Namen? Wollte Hermine wissen. Jeder Elf kennt die Gemälde, Miss Granger. Sie blickte erneut zu Kalidita. Schibi bringt Tee? Kalidita lächelte einseitig. Wie gern ich würd. Schwärmte er in Erinnerung an eine heiße Tasse Tee. Wär es doch möglich, würde ich sie bittlich um einen schwarzen Tee angehen. Schibi schnippte einmal mit dem Finger und direkt neben Kaliditas Sessel erschien wie von Geisterhand gemalt ein kleines Beistelltischlein in schönsten Farben gemalt. Darauf befand sich ein Tablett, auf dem eine kunstvoll verzierte Porzellantasse mit dampfendem Tee zu finden war. Gleich daneben präsentierte sich ein kleiner Teller mit Gebäck. Das ist... Kalidita war sprachlos. Unglaublich, murmelte Hermine, die noch nie in ihrem Leben gesehen hatte, wie ein Hauself ein Gemälde bewirtet hatte. Noch immer so verwundert darüber, bemerkte sie nicht einmal, dass Schibi für einen Moment verschwunden war, doch der kräftige Geruch von Kaffee ließ sie aufblicken. Vielen Dank, Schibi. Die Hauselfe hatte sich freundlich verabschiedet. Zur gleichen Zeit nahm Kalidita einen Schluck von seinem Tee und Hermine einen von ihrem Kaffee. Beide stöhnten wonnig. Ich sollte den anderen Gemälden lieber nicht vorbotschaften, dass dies möglich sei. Die Elfen hätten sonst wohl alle Hände voll zu tun. Kalidita in seinem mit warmen Farben gemalten Gemälde schloss die Augen und gönnte sich einen weiteren Schluck. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.